Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play oder Let's Test Gwent, besser gesagt. Ich würde sagen, wir schmeißen uns gleich in die nächste Schlacht und schauen mal, was der nächste Gegner so für Karten mit sich bringt. Ich bin sehr gespannt. Hoffentlich sehen wir jetzt auch mal ein anderes Deck noch. Zum Beispiel ein anderes nördliches Königreiche-Deck oder ein Skoyatel-Deck. Irgendwelche letzten Worte? Nein, natürlich, wir sehen nur Monster. Es spielen auffällig... Ja. In den Kampf! Ja, es spielen auffällig viele Leute spielen Monster-Decks. Ich habe keine Ahnung, warum. So, was haben wir hier? Verstärkung. Dann muss der eine hier weg. Dann kriegen wir die Kuh. Das ist sehr gut. Die Kuh macht Mu. Wir haben Regis. Jo. Ist in Ordnung, machen wir so. Okay, das was du kannst, kann ich auch. Hier. Mhm, interessant. Dann mache ich das so. Interessiert dich was Bestimmtes? Tja, das macht nichts. Ich gebe jetzt ohnehin auf, ne? Tschüss! Tja, das hat er jetzt nicht erwartet. Macht nichts. Dafür starten wir jetzt... Nice! Wir starten jetzt mit 19... Nein, mit 21 Punkten starten wir jetzt in die nächste Runde und er nur mit 3. Schade. Also, für ihn. Yes! Yes, please! Wow. Wow, das trifft mich so hart. Es ist unglaublich, wie hart mich das trifft. So. Jetzt haben wir das Problem, dass wir den Typen hier gezogen haben. Was haben wir denn da jetzt? Ich kann den Short wiederholen, oder? Nice. Okay, ich hole den Short wieder. Klar, mache ich gern. So, Short und vergolden. Wird er gleich stärker auch noch. Tja, hast du Pech gehabt, kannst du nichts mehr machen. Jetzt wundert er sich, warum ist der Short wieder da und warum ist der jetzt Gold? Tja. So, was haben wir denn da jetzt Schönes? Schwere Kavallerie des grauen Fähnleins. Ich habe keine Karte, mit der ich die Karte hier verstärken könnte. Doch diese hier. Na, egal. Machen wir so. Ich habe 2 Karten mehr als er. Auch interessant. Schade. Jetzt hat er gepasst. Na gut, dann passen wir auch. Schauen wir mal. Ich war gerade einfach zu übermächtig, ne? So, jetzt hat er den Short. Okay. Die ist jetzt hier auf dem Friedhof auch Gold. Ja, die ist hier auf dem Friedhof jetzt auch Gold. Okay. Ich meine, ist eh egal. Ich kann eh nichts machen damit. So, dann würde ich sagen, wir spielen Ciri. Genug geschwätzt, sagt sie. Weißt du, voll die Überhebliche. Genug geschwätzt. So, hier. Genug geschwätzt. Weg mit dir. Was macht ihr? Greif einen nicht und verschiebe sie auf deinen. Ich habe keine Ahnung, was der damit vorhat. Egal. So. Blaue Streifen könnte man spielen. Machen wir auch. Tod den Feinden! Tod den Feinden. Dadurch, dass er die stärkste Karte hat, sind wir relativ sicher vor Verbrennen. Okay. Gut, er hat immer noch die stärkste Karte. Sehr gut. War jetzt ein bisschen ungünstig, beinahe. Dann spielen wir den hier. Ah, na endlich. Ja, na endlich.
Dann machen wir das jetzt folgendermaßen, würde ich sagen. Hallo? Jetzt. Lang lebe, etc., etc. Ja, ich hoffe, er macht jetzt nichts Unüberlegtes. Das würde mir nicht so gefallen. Okay, ist gut genug. Kann man so lassen. Dann würde ich sagen, machen wir Geht diesen hier. Gleich auf. Okay. Kann man machen, ist jetzt gar kein so großes Problem. Dann machen wir noch diesenjenigen. Für Radovid! Ja, kein Problem. Er überlegt. Es gibt kein Entkommen. Ehrlich jetzt. Ich hasse diesen Frosteffekt. Mist. Okay. Okay. Fuck. So, dann Was spielen wir den du? Hier. Und das und das. Mist. Stirb, du Wurm. Und er spielt natürlich jetzt Ehre den wieder aus. Natürlich. Warum auch nicht? So, das Problem ist aber, dass der Goldstatus vorhandene Effekte nicht aufhebt. Okay, ich könnte natürlich auch, warte mal, den Reiter. Dann bekomme ich nochmal 7 dazu. Dann hätte ich den Reiter eigentlich verstärken sollen, ich Idiot. Nochmal 7 dazu und dann nochmal 4 sind dann nicht so viel, wie ich brauche. Fuck. Reihen schließen! Okay, ich habe verloren. Ist egal. Macht nix. Macht nix. Ist halt so. War aber spannend. War aber spannend. Muss man definitiv sagen. War ein spannendes Match. Da kriegt er ein GG dafür. Fortfahren. Kriegsbeute. Schade, wir brauchen nur noch einen Sieg. Dann sind wir wieder. Dann sind wir Stufe 5. Stufe 7. Stufe 5, natürlich. Nach 6 kommt der 5, ist ja allgemein bekannt. Wenn man rückwärts zählt, stimmt schon, aber naja. Wer zählt schon rückwärts? So, dann schauen wir, dass wir noch einen Sieg erringen möglicherweise. Ich habe mir gerade mal Wasser eingeschenkt. Während wir einen Gegner gesucht haben, weil... Zerschmettert das Gewürm! Danja Miegel. Ah, ein anderes tenerisches Deck. Schön, ein anderes nördliches Königreiche Deck. Was haben wir denn da? Aha, Ciri ist sehr gut. Das ist auch sehr gut. Dann kommt das da weg. Die ist auch sehr gut. Jetzt habe ich 1, 2, 3 Zauberkarten. Geht eigentlich. Machen wir so. Mein Zug. Okay. Ciri. Da lach ich doch. Ich passe. Ich passe. Ich trinke hier übrigens nebenbei, weil, naja, ich habe eine Hand frei. Ich brauche nur die Maus. Ich habe eine Hand frei. Okay. Er hat gewonnen. Das heißt, ich krieg Ciri wieder auf die Hand, weil das ist nämlich ihr Effekt. Haha. Eine sehr gute Technik, eine sehr, sehr gute Technik. Start von Runde 2, macht nichts. Ich habe 3 Karten mehr als sie, oder er. Danja, Miguel ist vielleicht eine sie, ich weiß es nicht. So, was haben wir denn überhaupt gezogen, weiß ich ja gar nicht. Ich glaube ein Sohn Ding. Was willst du von mir? Was ich von dir will? Naja, so einiges wahrscheinlich. So. Dann machen wir das folgendermaßen, weil das schadet mir auf lange Zeit sehr, sehr viel. Weg damit. Das kann ich hier nicht gebrauchen. Watt. Okay. Gut. Dann
Dann hätte ich ja gesagt, hier die Ciri. Da lache ich doch. Ja, da lache ich doch. Da lache ich doch. Alter, der hat die dreimal oder wie? Okay, langsam wird's nervig. Dann machen wir hier Alsur's Donner, machen wir eine davon weg. Dann ist auch kein Punkt verschenkt. Ah, dann haben Sie mich nicht vergessen. Es ist schön. Taler! Okay. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da als nächstes? Wir machen da als nächstes nämlich genau diesen hier. Jetzt verdoppelt er den. In den Kampf! Der will unbedingt diese Tribok. Der spielt auf diese Tribok. Das hier habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich meine, das ist bestimmt praktisch. So ein Deck aus diesen verstärkten Tribox, die einfach sich gegenseitig verstärken, wenn eines gespielt wird. Ha. Interessant. Und alle zwei Züge wird dann der Gegner geschädigt. Die sind bestimmt geil, wenn man die dann 10-mal im Deck hat oder so. Schon nice. So, das wird gerade ein Donnertrank gewesen sein. Ein Donnertrank funktioniert wie ein Schwalbentrank, nur anders. Weil der nämlich um weniger Punkte verstärkt und dafür um mehr... Nein, das auf gar keinen Fall, das brauche ich noch. Hier. Kann die Schlacht kaum erwarten. Genug geschwätzt. Ah, er hat auch Ciri. Schön. Ich sage jetzt einfach mal eher, weil der Gegner. Einfach das Wort ist männlich. So. Blaue Streifen. Immer munter! Na komm schon, spiel was. Das ist nicht dein Tag. Das ist nicht mein Tag. Nein, nein. Okay, die Tribok, die sind mir jetzt schon sehr unsympathisch. Männer, an die Waffen! Okay, er führt mit 56. Okay. 56 zu 35 sind dann 21 Punkte. Ich muss das spielen. Okay. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Ja, halt die Klappe. So. Ich bin am Zug. Hier die Schwalbe rein. So, dankeschön. Und verdoppeln. So, 67. 63. Und gewonnen. Diese Runde zumindest. Nächste Runde wird's interessant werden. Sag ich mal. Ach ja, stimmt, er kriegt ja Ciri zurück. Ich werde so verkacken jetzt. Ja, hier. Das gibt Ärger. Und es kommt noch härter. Was willst du von mir? Wow. Also ich bin definitiv niedergemacht worden jetzt. Ja. Der hat mich voll im Griff. Der hat mich voll im Griff. So, danke, Goldkarte. Ich habe jetzt 6 Punkte und mehr kriege ich nicht und weniger auch nicht. Aber er ist wenigstens kein Angeber. Das muss man ihm lassen. So. Danke für das Spiel, es war sehr schön. Muss ich sagen. Muss man sagen, muss man zugeben können. Auch wenn man verloren hat, es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Damn. Okay, ein Spiel machen wir noch. Wenn nicht, dann mache ich noch eine Folge. Ich will auf jeden Fall in der Aufnahme, will ich auf jeden Fall aufsteigen.
Aber man merkt auch zumindest, wenn man spielt. Also jetzt ich hier, wenn ich spiele. Du hast das Herz eines Ankret. Ich danke dir, Krach. Vorwärts! In den Kampf! Ja, es ist ein sehr, sehr kurzweiliges Spiel. Und trotzdem, also es ist nicht langweilig. Auf gar keinen Fall. Also jeder, der sagt, Gwent ist langweilig, der sollte sich mal mit seinem Leben auseinandersetzen. Was der für ein krasses Leben haben muss, ist unglaublich. So, ich habe jetzt übrigens keine Karte ersetzt, weil, naja, die Hand geht so. So, ich bin dran. Ich spiele meine Kuh. Ich schicke meine Kuh auf die Weide. Ich verspreche dir einen schnellen Tod. Dankeschön. Wenigstens was. So. Dann passe ich. Auch wenn ich dann in die nächste Runde nicht mit einem Vorteil starte, aber ich habe jetzt zumindest hier 9 Punkte. Und er müsste theoretisch. Genau. Ankret! Karten spielen, damit er mich überholt. Was haben wir denn da? Ah, nice. Okay. Ah, das haben wir auch. Wunderbar. Na komm schon. So viele Karten hast du nicht. Du bist dran, Mensch. 6 Looters 666. Interessant. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls du jemals auf die Idee kommen solltest, aufgrund des LPs in meinem Namen nach mir zu suchen. Hallo, hier bin ich. Das ist nicht dein Tag. Ja, aber deiner auch nicht. Komischerweise. So, dann würde ich sagen, wenn er Geralt spielt, spiele ich Shani. Und den Chord. Der muss natürlich auch mit. So, ich muss meine Haare übrigens nochmal richten. Moment. So, habe ich meine Haare gerichtet und mich geräuspert. Was das hier für eine Kuh ist, weiß ich auch nicht, weil meine Kühe haben immer nur 1 als Stärke, aber ist egal. So, hier. Was macht er jetzt? Sich den Effekt durchlesen. Und jetzt? Okay. So, dann täte ich sagen, Altus Donner. Tschüss. Also nicht tschüss, aber zumindest haha. Skellige! Nein! Warum die Kuh? Warum? Blödes Tribok. Okay, macht nichts, damit können wir leben. Hier machen wir eine Siebergar-Karte draus. Mein Gegner passt. Nein. Nein, jetzt muss ich eine Karte spielen. Ich will keine Karte spielen. Kann nicht mal irgendwas machen. Mist. Hübscher Saustall hier. Hübscher Saustall, ja. Gefällt mir auch recht gut. Ja. Das Problem ist, wenn ich gepasst hätte, dann wäre das eben mit dem Tribok nicht mehr passiert. Und ich hätte verloren. Leider. Ich bin am Zug. Okay, dann täte ich sagen, machen wir das da. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Nein, das schaffe ich nicht. Das habe ich schon versucht, aber ich schaff's einfach nicht. Mit den Karten sind wir jetzt gleich auf. Jetzt kommt es nur darauf an, wer die bessere Strategie und wer die besseren Karten hat. So. Interessant, sehr gut. Dann machen wir den Belagerungshelfer. Zack, zack. Das gibt Ärger und es kommt natürlich auch noch härter.
Wir wollen nämlich über die Erde regieren. Alzur's Donner. Zusammenbleiben! Okay, das ist definitiv Alzur's Donner hier. Aber das macht nichts. Das kann auch ruhig sein. Ich hoffe, er hat kein Verbrennen. Ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Okay. Na gut, dann, kann ich sonst irgendwas machen? Nö, hier. Friss das. Zerschmettert das Gewürm! Zerschmettert das Gewürm. Mist. Wow. Ich hasse dich. Und jetzt? Soll ich daraus einen Schürhaken machen? Nein, aber du könntest vielleicht ein Schild schmieden. Du Tordaroch-Schildschmied, du. Alter. Für den König! Wie kann man so viel Glück mit den... Okay, Glück. Der spielt halt so ein Deck. Der hat sich vorhin einfach nur zurückgehalten für die letzte Runde. Alter. Gib lieber gleich auf. Man höre und man staune. Ja, ich höre und staune auch gleich. Aber leider nicht mehr in dieser Folge. Schade. Du musst nicht angeben, du hast schon gewonnen. Okay, egal. Du bist ein Angeber. Du bist ein verfluchter Angeber, du kriegst kein GG. Auf gar keinen Fall kriegst du ein GG, das war jetzt unnötig. Freund. Freund der Blasmusik. Okay. Nein, du hast angegeben, tut mir leid. Du hast angegeben, tut mir leid, du hast ohnehin die Belohnung bekommen. Was willst du jetzt von mir? Ach so, jetzt bin ich immer noch in der Folge und starte ein neues Spiel. Ach komm, ein Spiel geht noch. Ich will noch aufsteigen in der Aufnahme. Ja, ja. Zerschmettert das Gewürm! So, was haben wir denn da Schönes? Aha. Interessant, diese haben wir doppelt auf der Hand, das brauchen wir nicht. Jetzt haben wir das doppelt auf der Hand, es ist... Okay, das haben wir, Shani haben wir, aber wir haben keine Startkarte. Wir haben keine Startkarte. Die hier bringt uns nachher nicht unbedingt viel. Außerdem haben wir Shani, um irgendwas wiederzubeleben. Dann kommt die weg. Mist! Okay, Startkarte. Du bist jetzt. Lebe, etc. Du bist jetzt die Startkarte. Okay, und dann würde ich sagen, passen. Bitte spiele eine Karte. Worauf wartest du? Aha, interessant. Sehr, sehr interessant. Er hat also Monster auf der Hand, die er nicht hergeben will für so eine Runde. Das ist ein schlechtes Zeichen. In meinen Augen. Aha. Aha, und jetzt kriegen wir die Kuh. Interessant. Gut, er beginnt, weil er ja wieder gewonnen hat. Ich beginne selten eine Runde. Muss ich ehrlich zugeben. So, was passiert mit dem? Ach so, mein Akku ist niedrig. Mein Handy leuchtet gerade. Ich dachte mir gerade, what the... Okay. So, der Nebling kommt weg. Tschüss. So. Jetzt kriegt ihr auf die Kappe. Jetzt kommt nämlich meine Kuh. Die macht Mu und macht euch vor allem den Kopf zu. Ja, ja. Das sind meine Rhymes. Check sie und du kannst sie nehmen, als wäre sie deins. Yo. Ich bin voll der krasse Gwent-Spieler-Mann.
der voll so krass auch Gwent spielen kann. Das sind meine Reime. Und in meinem Kartoffelpüree kleben meine Keime. Weil ich einfach krass bin. Und so. Aha. Da hat er seinen Altsuhrs Donner verschwendet. Auch interessant. Kann man auch machen, wenn man will. Muss man aber nicht. Ich habe immer noch nur eine Stärke von 1 auf dem Feld. Nur so nebenbei bemerkt. Oh Gott, die Necker. Ja, er hat ein Monster auf der Hand, die er nicht hergeben will. Definitiv. Schön. Das Problem ist, dass die hier dann keine Stärke hat. Wenn ich mit dir angreife. Kann ich irgendwas wiederbeleben, was ich brauchen könnte? Das hier. Oder ihn hier. Ihn hier am besten. So, Shani. Ich weiß normalerweise, warum ich etwas verschreibe. Ja, gebt lieber gleich auf. So. Tja. Das verstehen sie alle nicht. Warum die Karte zurückkommt und Gold ist, das verstehen sie alle nicht. Keine Ahnung, warum die das nicht verstehen. Oder was es daran nicht zu verstehen gibt. Ich hasse Portale. Ach so, ja, ich auch. Also, es ist schon schlimm mit den Portalen. Also, unglaublich, was da abgeht heutzutage. Gib lieber gleich auf. Stirb, du Wurm. Stirb selber. So, er hat jetzt Eredin gespielt, was mir natürlich nicht unbedingt in die Karten spielt. Das geht ärger. Und es kommt noch härter. Wir werden nämlich über die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren. Und Liebe und die Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Oh Gott, Zuchtkarten. Zuchtkarten sind so elendig mies. Das sind nämlich diese Karten hier. Da steht Neckar Zucht möglich. Und dann gibt es die Karte Monsternest. Und jede Karte, bei der Zucht möglich ist, auf dem ganzen Spielfeld bei ihm, wird dann verdoppelt. Und wenn der dann 3 solche Karten hintereinander spielt, ist der unbesiegbar. Es ist so schlimm. Ich hasse es so sehr. Naja. Mein Problem ist gerade, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Hier, Verstärkung. Dahin. Alter. Okay. Ich kann ihn nicht mehr einholen. Es ist vorbei. Vorbei, vorbei. Mist. Politik, ja, ist egal. Nicht. Wenn er jetzt passt, dann passe ich auch. Ich kann ihn nicht mehr einholen. Es geht nicht. Okay. Hier. Formieren! Ja, formieren! Jetzt bräuchte ich theoretisch Gerald Igni. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Nein, das schaffe ich nicht. So. Er hat gepasst, ich passe auch. Oder? Ja, ich kann ihn nicht mehr einholen. Ich kann ihn nicht mehr einholen, oder? Nö, ich kann ihn nicht mehr einholen. Ich krieg maximal 6 Punkte, maximal 8 Punkte dazu. Mit 8 Punkten ist es nicht getan. Ich passe. Ich kann nichts mehr machen. Ja, war ein sehr, sehr gutes Spiel. Fortfahren. War auf jeden Fall wieder spannend. Keine Belohnungen. Na komm, schick mir ein GG. Alter. Ja. Das, naja. Es war eine sehr, sehr erfolglose Folge heute hier, ne? Naja,
auch egal. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Nächste Folge steigen wir eine Stufe auf, ihr werdet sehen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber das ist Gwent. Das ist Gwent, oft verlieren, ein paar Mal gewinnen und schnell leveln. Zumindest hier in der Closed Beta ist das so, man levelt sehr, sehr schnell. Also man muss nur dreimal gewinnen oder so und hat gelevelt. Es ist... Dafür verliert man halt auch relativ oft. Zumindest ich. Was mir aber nichts macht, weil wenn das Spiel spannend ist, ist das Spiel spannend. Dann muss ich nicht unbedingt gewinnen. Und ein normaler Spieler, der gibt ja dann auch schon ein GG. Also so ist es ja nicht. Also wenn ich gewinne, gebe ich auch immer ein GG. Und ich verstehe Spieler nicht, die einfach kein GG hergeben. Das kostet nichts. Das kostet niemandem was. Gebt ein GG. Wenn ihr Gwent spielt, einfach immer GG geben. Es sei denn, er ist ein Vollidiot, Angeber. Der dann, auch wenn ihr schon gepasst habt und verloren habt, noch alle seine Karten raushaut, damit man sieht, schau, was ich für fette Karten habe. Das ist so, boah, das sind die einzigen, die kein GG von mir kriegen. Aber sonst alle. Gut, dann, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis morgen, und morgen steigen wir auf. Also dann, bis dann und ciao.